Tag 1, Startpunkt Pokhara. Es ist jetzt ungefähr 7:30. Um 8 werden wir von unserem Guide abgeholt und dann geht's los. Ja, wir bringen jetzt dann gleich mal unser Gepäck nach unten. Versuchen alle übrigen Gepäckstücke, die wir nicht brauchen, hier zu verstauen. Ja, genau. Und man sieht es eigentlich, wir haben eigentlich schönes Wetter. Es ist noch leicht frisch. Ich hoffe, das bleibt den ganzen Weg über so. Wäre schön, wenn es nicht regnet. Wir haben aber natürlich vorgesorgt und haben auch unser Regensack dabei. Ja, sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Das wird was. Heieiei. Ja, und heute ist zwar Start unseres Tracks, aber wahrscheinlich noch gar nicht unsere Wanderung, weil wir heute ja eigentlich dann mit dem Bus oder Jeep oder was auch immer erstmal bis nach Gandruck fahren sollen. Genau. Aber wie das dann genau ist, wissen wir auch noch nicht so genau. Und dann warten wir einfach mal, was unser Guide da dann macht oder sagt dazu. Auf geht's! Wir sind jetzt mit dem Taxi 10 Minuten zum Bus gefahren. Nur leider war der Bus schon weg. Den haben wir dann im Vorbeifahren noch angehalten. Sind dann noch zugestiegen. Haben uns irgendwie noch Plätze finanziert. Also jetzt, unser Guide hat das gemacht. Ja, Gott sei Dank. Hat sich jetzt schon ausgezahlt? Ja, eigentlich schon. Und jetzt sind wir mehr oder weniger auf dem Weg nach Gandruck. Und es ist eine sehr bumpy Angelegenheit. Das sollte in so 5-6 Stunden dauern, hat es geheißen. Das war dann Tag 1. Ja, wir sind jetzt da in Gandruck. Also noch nicht ganz, wir müssen noch kurz laufen. Und dann war das die erste Etappe für heute. Da sind wir in Gandruck. Ja, war jetzt eine abenteuerliche Fahrt hierher. Hat aber gar nicht so lange gedauert. Also wir sind um 8 los und jetzt ist es 12:15.
man wurde ein wenig rumgeschleudert in diesem Bus. Es sind halt einfach Straßen, die meiner Meinung nach für einen Jeep ausgelegt sind und nicht für so einen lustigen, meiner Meinung nach indischen Bus, wie man es halt aus Filmen kennt. War echt sehr witzig, auch nepalesische Musik war mit drin. Ja, das war cool. Ordentlich eingestimmt auf das Ganze. Ja, hat schon Lust drauf gemacht irgendwie. Ja, jetzt sind wir ja noch 40 Minuten gegangen hierher. Genau, das hat dann weniger Lust gemacht. Das hat die Lust wieder genommen. Es war halt komplett bergauf, ja. Stufen. Und unser Gepäck ist wirklich schwer. Also wahrscheinlich ist, zu schwer. Es ist zu schwer. Aber ja, das haben wir jetzt die nächsten halt 5 Tage an der Backe. Ist so jetzt ist halt es einfach so. Genau, ja. Werden wir wohl damit klarkommen müssen. Ja, jetzt sind wir schon in der Unterkunft. Unser Guide hat uns da eine rausgesucht. Der ist zielstrebig hierher gegangen. Wir wissen auch gar nicht, was das kostet oder so. Wir haben ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad. Ja, können wir dann ja noch kurz zeigen. Ausblick ist auch schon mal ganz cool, auch wenn es leider immer noch sehr staubig ist. Ja, aber hier hinten zum Beispiel kann man es da so in dem Dreh kann man es ein bisschen erahnen, dass das sehr hohe Berge sind. Oh ja. Also unser Guide hat gemeint, also unser Guide heißt Nabin. Nabin, genau. Auch Nepalese kommt aus einem Ort nahe Kathmandu, aber wohnt in Kathmandu. Hat gemeint, dass es vielleicht in der Früh ein bisschen besser sein könnte. Ja, jetzt werden wir uns dann erstmal was zum Mittagessen suchen. Haben wir heute noch nichts gegessen, Frühstück haben wir ausfallen lassen. Deswegen wird es jetzt Zeit für was zu essen. Aber davor zeigen wir noch kurz unser Zimmer her, hätte ich gesagt. So, kurz und knackig. Bett Nummer 1. Bett Nummer 2 mit schwerem Rucksack 1. Schwerer Rucksack 2. Und hier haben wir noch ein Bad. Ja. Tonspülung funktioniert nicht, aber muss man halt dann irgendwie anders lösen. Dafür ist es pink. Waschbecken. Ja. Sehr einfach, aber tut's für uns. Ausblick. Wir sind ja nur eine Nacht da. Und wir haben sogar Strom fürs Handy. Auch sehr cool. Auf zum Essen. Guten Morgen. Es ist jetzt, glaube ich, 6:15. Die Nacht war gut. Ja, wir haben zwar bloß bis 5 geschlafen, aber macht ja nichts. Dann waren unsere Nachbarn wach. Die da. Aber heute in der Früh, wie versprochen von unserem Guide, ist die Sicht deutlich besser. Da geht gerade die Sonne auf. Und heute steht der Weg von Gandruk nach Sinuwa auf dem Programm. Wir haben gestern schon unser Frühstück für heute geordert, Müsli mit Früchten. Gibt es jetzt dann 7. Und 7:30 ist dann Aufbruch. Wir müssten dann so 8 Stunden sein, glaube ich, oder? Ja, 8 Stunden. Und 700 Höhenmeter rauf und runter. Wobei wir insgesamt nur 350 Höhenmeter an Höhe gewinnen. Unterm Strich. Genau. Das wird ein Spaß. Thank you.
Hier in den Bäumen haben wir jetzt auch Monkeys gesehen. Hier ist einer gesprungen. Man sieht es zwar nicht so gut, aber sie sind da. Wir sind jetzt hier in Kimbrung, gehen dann hier rauf nach Chombrung. Und das ist unser Etappenziel für heute, Sinuwa. Chombrung nach Sinuwa 2,5 Stunden, nach Chombrung 3, also 5,5 Stunden. Dann haben wir es vielleicht geschafft, wenn wir gut sind. Ja, wir sind jetzt schon ein gutes Stück weitergekommen. Übrigens da drüben, auf dem anderen Bergkamm oder auf dem Hügel, da war unsere letzte Rast. Also wir sind jetzt einmal da runter, dann gibt es da unten so einen Fluss, den sieht man jetzt schon nicht mehr, und dann sind wir da wieder rauf. Sehr. Wir müssen aber noch ein Stück rauf, ja, bis Chombrung eben. Aber ich sollte dann schon vor Chombrung oder zumindest dann irgendwie auch ein bisschen flacher wieder werden. Also für mich ist es schon heftig anstrengend. Liegt nicht nur am Gepäck, einfach auch so. Für mich auch. So, unser Mittags-Lunch-Stopp ist erreicht. So ein Teahouse oder es heißt Fishtail Guesthouse. Und jetzt gibt's Potato Soup und Fanta und Cola. Und es geht wieder weiter Richtung Sinuwa. Das ist jetzt der Checkpoint, wo die Permits geprüft werden. Da kommt auch schon unser Guide, der das Ganze geregelt hat. Schon praktisch sowas.
tibetische Tempel. Wir sind jetzt unendlich viele Stufen runtergegangen zu dieser Brücke, aber leider müssen wir jetzt auch ein gutes Stück wieder rauf. Ja, jetzt sind wir schon auf dem Weg zum Upper Sinuwa Dorf und das ist hier. Sieht man das? Hier. Sollte noch so 1 bis 1,5 Stunden dauern maximal. Es hat jetzt zu regnen angefangen, schon vor ungefähr 20 Minuten. Aber wir sind jetzt endlich in Sinuwa. Oh Gott, es ist so mega anstrengend, also für mich zumindest. Ich glaube aber für Andi auch. Das war, glaube ich, die härteste Wanderung, die ich je gemacht habe. Und die ich hoffentlich je machen werde. Das ist die letzte Wanderung dieser Art, die ich jemals in meinem Leben machen werde. Das ist so krank. Also wir sind jetzt ungefähr 7-8 Stunden, keine Ahnung. Reicht das? Also wir sind um 7:30 gestartet und um... ja, nicht ganz 3:30 hier angekommen. Also das war auch so die Zeit, die laut Navigation angezeigt wurde. Also ich denke, wir waren eigentlich sehr gut in der Zeit für normale Menschen. Und also wir wissen jetzt auch nicht genau, wie viel Höhenmeter oder wie das jetzt genau ist. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man hier extrem tiefe Täler, hohe Berge und wir haben 2 Täler durchquert. Ja. Also es ist nur noch krank. Aber was man natürlich sagen muss, auch wenn wir jetzt... also es ist schon sehr anstrengend gewesen, aber die Landschaft ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich wunderschön und vielleicht kann man sagen, es lohnt sich trotzdem. Weiß ich nicht, ob du das so sagen kannst. Im Nachhinein kann ich es bestimmt sagen. Ja, genau. Wenn, wenn ich mir das Video dann nochmal anschaue daheim auf der Couch, genau, ja, dann werde ich es schön finden. Ja, und wir der Guide ist natürlich auch ganz nett und so, der macht das schon ganz gut. Auch wenn er, finde ich, ein bisschen schnell ist, aber wir könnten ja auch... also wir könnten ja auch langsamer gehen, wenn wir wollen. Wir sind jetzt übrigens in Sinuwa. Sinuwa. Ja, genau. Also ich habe es beim Reingehen ja schon kurz gesagt, dass wir jetzt reingehen. Haben jetzt unser Zimmer bezogen, das uns unser Guide hier gemanagt hat. Bett. Einzelbett. Das ist noch ein Licht. Das sind die Annehmlichkeiten, die wir haben. Aber das Licht ist, also es funktioniert nicht. Das Licht nicht. Ist kaputt, ja. Wir haben schon geduscht, also an sich gäbe es nur eine kalte Dusche, aber für 250 Rupies. Nepalesische Rupies oder Rupie oder so gibt es eine warme. Genau, also sind dann irgendwie 1,80 Euro. Ja. Also das, vor allem gegönnt. Das Problem ist, oder was heißt Problem, es war jetzt halt so, es hat ja eben dann zu regnen angefangen und dann ist es halt richtig, richtig kalt geworden. 10 Minuten bevor wir da waren, hat es noch zu regnen angefangen, klar, braucht man. Ja, und ich glaube, jetzt wenn... also wenn es jetzt wie vorher gewesen wäre, dann wäre jetzt eine kalte Dusche auch nicht so schlimm gewesen, aber so war es jetzt schon gut mit einer warmen. Vor allem mit Haare waschen ist das schon richtig,
Deluxe, was Warmes. Abendessen haben wir schon bestellt. Das läuft ja so, dass man das Ganze vorbestellt und zu welcher Uhrzeit man das haben will. Und ich denke, demnächst müssen wir dann auch noch das Frühstück bestellen. Ja, man muss das immer vorbestellen, also auch das Frühstück am Abend davor oder halt am Nachmittag schon, weil die das dann wahrscheinlich irgendwie halt ranschaffen irgendwie oder halt die Zutaten dann vorbereiten und so, ja, je nachdem. Ansonsten kommen wir heute noch runter und fallen dann irgendwann ins Bett und beten, dass es morgen nicht ganz so schlimm wird. Ja, er hat zwar gesagt, es wird ungefähr so wie heute, denke ich, aber ja. Morgen steht dann die Etappe nach Doirali, oder wie heißt das? Doirali. Ja, an. Und von da aus sind es dann nur noch 4 Stunden. Bis zum ABC. Bis zum Basecamp. Also das ist dann der letzte oder der nächste Tag. Peace out. Mein Rucksack hat übrigens ein kleines Problem. Und zwar hier unten war das so, dass irgendwie was so direkt rausschaut, wie so ein, also eigentlich haben wir gedacht, das Stativ ist umgefallen, weil das wie so ein Rohr war, aber das war es leider nicht, sondern irgendwie hat sich da was verbogen oder verschoben und das drückt halt dann immer hier so an die Wirbelsäule. Da ist jetzt auch direkt so eine wunde Stelle. Ich hoffe mal, wir kriegen das heute noch gelöst, ansonsten muss ich das irgendwie auspolstern.